Hallo und herzlich willkommen zum Videozyklus Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale. Mein Name ist Michael und ich werde dich zu diesem Videozyklus begleiten. Kennst du den Begriff Bruchtest? Nein? Dann lass mich dir das kurz erklären. Der Begriff stammt eigentlich aus dem Kampfsport. Beim Bruchtest werden massive Gegenstände wie zum Beispiel Holzbretter, Ziegelsteine oder Waschbetonplatten mit bloßen Händen zertrümmert. Dies erfordert sehr viel Übung, Kraft, Konzentration und Präzision. Genauigkeit ist wichtig. Außerdem ist es wichtig, den zu zertrümmerten Gegenstand genau in der Mitte zu treffen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass dieser in zwei gleiche Teile bricht. Diese Sportler haben sehr viel Übung. Deshalb gilt: Please don't try this at home. Probiere unter keinen Umständen dies zu Hause selbst aus. Wir schauen uns heute in diesem Video an, wie wir Strecken und Winkel in der Mathematik nur mit Zirkel und Lineal genau in der Mitte teilen können. Wenn du dir bei den Begriffen Strecke, Strahl oder Gerade unsicher bist, dann empfehle ich dir, dieses Video hier zu pausieren und dir einen passenden Lernzyklus auf der Plattform anzuschauen. Je nachdem, wo du zur Schule gehst, aus welchem Mathematikbuch du lernst oder welches Lernvideo du dir zu diesem Thema anschaust, du wirst unterschiedliche Begriffe entdecken, die eigentlich alle dasselbe meinen, nämlich den Mittelpunkt einer Strecke. Unsere Mathematikkolleginnen und Kollegen aus Deutschland verwenden hier eher den Begriff Mittelsenkrechte. Bei uns in Österreich hat sich eher der Begriff Streckensymmetrale etabliert. Ich möchte die Begriffe kurz erklären. In der Bezeichnung Streckensymmetrale kommen schon die in der Mathematik wichtigen Begriffe Strecke und Symmetrie vor. Gegeben sei eine beliebige Strecke AB. Die Streckensymmetrale findet nun den Mittelpunkt der gegebenen Strecke. Das heißt, dass der Beginnpunkt und der Endpunkt, also die Punkte A und B dieser Strecke, gleich weit vom Mittelpunkt entfernt liegen. Sie liegen also symmetrisch zum Mittelpunkt. Dabei wird die Streckensymmetrale als Gerade interpretiert. Diese dient als Spiegelachse. An dieser Stelle möchte ich kurz die Begriffe Symmetrie und Spiegelachse erklären. Der Begriff des Spiegelns ist dir sicher schon bekannt. Das Standardbeispiel ist hier sicherlich der klassische Spiegel. Wenn du dich vor diesen stellst, um zum Beispiel deine Kleidung anzusehen, siehst du dich im Spiegel gespiegelt. Dieses Phänomen funktioniert auch bei Stehgewässern. Manchmal siehst du dich selbst oder andere Objekte, wie etwa Häuser, im Wasser gespiegelt. Als Spiegelachse stelle dir jetzt eine Gerade vor. Diese trennt die Realität von der gespiegelten Realität, also beispielsweise die Wasseroberfläche. Da wir jetzt wissen, was die Spiegelachse macht, können wir jetzt auch den Begriff Symmetrie erklären. Ganz einfach gesagt, eine Figur ist symmetrisch, wenn diese links und rechts oder oberhalb und unterhalb der Spiegelachse gleich aussieht. Wir betrachten die Buchstaben X, V und Z. Ich lege horizontal eine Gerade. Ist diese Gerade auch eine Spiegelachse? Ja, richtig. Das ist eine Spiegelachse, weil das Symbol oberhalb und unterhalb der Achse gleich aussieht. Und wie schaut es hier bei dieser Geraden aus? Völlig korrekt, das ist keine Spiegelachse. Und was ist mit dieser vertikalen Geraden? Stimmt, das ist eine Spiegelachse. Betrachten wir nun das V. Ist diese Gerade eine Spiegelachse? Ja, auch diese Gerade ist eine Spiegelachse. Kommen wir zum Z. Beim Z können wir verschiedenste Geraden ausprobieren.
und wir werden keine Spiegelachse finden. Und was hat das jetzt mit der Streckensymmetrale zu tun? Ich erkläre es dir. Die Streckensymmetrale ist ja eine Gerade, die jede beliebige Strecke genau in der Mitte teilt. Das heißt, dass die Streckensymmetrale, also die Gerade, die als Spiegelachse interpretiert wird, gleich weit von den Punkten A und B entfernt ist. Das heißt, dass diese symmetrisch sind. Die beiden anderen Begriffe unterscheiden sich um die Wörter Senkrechte und Lot. Beide Begriffe beschreiben dasselbe, nämlich eine Strecke, die im 90-Grad-Winkel auf einer gegebenen Strecke steht. Achtung, ich bringe hier noch einen weiteren Begriff, der dasselbe beschreibt. Die beiden Strecken stehen normal aufeinander. Die Aufgabe der Winkelsymmetrale ist der Aufgabe der Streckensymmetrale sehr ähnlich. Deshalb ist der Begriff Winkelsymmetrale schnell erklärt. Die Winkelsymmetrale ist eine Halbgerade. Das heißt, dass diese einen fixen Startpunkt, aber keinen Endpunkt hat. Diese teilt einen Winkel genau in der Hälfte. Wieder gelten hier die Symmetrieargumente. Eine etwas bessere Bezeichnung ist Winkelhalbierende, da diese den Winkel in zwei Hälften teilt. Wie wir nun die Streckensymmetrale und die Winkelsymmetrale konstruieren können, schauen wir uns im nächsten Video genauer an.